Endlich angekommen. Der Podcast für das Gefühl, das sich jeder Mensch wünscht für sein Leben. Willst auch du endlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Person sein und die tiefe Gewissheit in dir verspüren, vollkommen angekommen zu sein? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Steffi Christian und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur 7. Folge meines Endlich Angekommen Podcasts mit dem Titel Hör auf, dich anzupassen und zu verbiegen. Kennst du die Momente in deiner Kindheit, in deiner Jugend, als du einfach so gewesen bist, wie du warst und es nie richtig war? Kennst du diese Momente, wo man an dir herumgedoktert hat, wo man deine Fehler gesucht hat? Die Momente, wo du still sein musstest. Die Momente, wo du weggehen musstest, weil du deine Meinung nicht äußern durftest. Die Momente, wo du dein Herz verschließen musstest, weil du Angst hattest. Weil man dich vielleicht angebrüllt hat oder sonst irgendetwas. Kennst du diese Momente, wo du aufgehört hast, du selber zu sein? Das kenne ich auch. Da kriege ich eine Gänsehaut und ich kann das total gut verstehen. Ich habe mich mein Leben lang, ungefähr bis 36, 40 und noch sogar darüber hinaus, angepasst, verbogen, aufgeopfert für andere, nicht meine Wahrheit durchgesetzt, keine Grenzen gesetzt, wie ich sie hätte setzen müssen. Ich habe mich verbogen, angepasst, aufgeopfert, um zu gefallen, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden. Und dabei habe ich meine eigenen Stärken vollkommen hinten runterfallen lassen. Ich habe so viel Potenzial in mir gehabt, schon damals, aber es war mir nicht bewusst. Ich habe immer gedacht, ich hätte nichts zu sagen, ich hätte der Welt nichts zu geben. Wer will denn das schon wissen? Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schlau genug, ich kann mich nicht ausdrücken, ich kann mich nicht artikulieren. Ja, das ging so weit, dass ich 2012 ein Buch geschrieben habe, Weckruf meiner Seele. Und es dann erstmal versteckt habe, weil ich mich geschämt habe. Weil in dem Buch ein kleiner Rechtschreibfehler ist. Heute muss ich darüber lachen und sage, hey, wenn du den Fehler findest, dann kannst du ihn behalten. Heute weiß ich, dass ich gut so bin, wie ich bin. Heute weiß ich, dass ich einzigartig bin und du solltest es auch endlich begreifen. Du bist einzigartig. Du bist wundervoll, du bist ein Diamant. Niemand auf diesem Planeten ist vergleichbar mit dir. Niemand weiß, was du erlebt hast und somit hat niemand das Recht, außer dir, dich zu be- oder verurteilen. Und selbst du solltest aufhören, dir permanent die Bratpfanne für Dinge auf den Kopf zu schlagen, die du vermeintlich falsch gemacht hast. In meiner Warnung gibt's gar keine Fehler im Universum. Das Einzige, was du machst hier auf diesem Planeten, das sind Erfahrungen. Jeder Mensch von uns ist einzigartig und trägt in sich ein unsagbar großes Potenzial. Wir wissen nicht den Plan einer Seele, die hier auf der Erde in einem menschlichen Körper inkarniert. Und du solltest anfangen, dein eigenes Lied zu singen. Du solltest anfangen, nicht mehr in den Zuschauerrängen zu sitzen und Beifall zu klatschen, sondern du solltest anfangen, das Spielfeld zu betreten. Du solltest anfangen, Produzent zu werden in den Social Medias, statt permanent zu konsumieren. Sing dein eigenes Lied, schreib dein eigenes Buch. Begeistere die Menschen mit deiner Leidenschaft, mit deinem Wissen, mit deiner Weisheit. Du trägst so unfassbar viel in dir. Und wer hat das Recht, dich zu beurteilen? In dem Moment, wo ich im Penta Hotel 2018 im März das erste Mal vor einer größeren Gruppe einen Workshop abgehalten habe, erinnerte ich mich zum Glück an die Worte meines Mentors Damian Richter, der mir beigebracht hatte, dass ich Menschen in die Augen schaue, meinen Schatten an meine Seite stelle, das lernst du im Trainer, und dann die Menschen anschaue und in Gedanken denke, ich achte dich, ich respektiere dich. Und was du über mich denkst, das ist mir scheißegal. Ich bitte hier diese transformatorische Ausdrucksweise zu entschuldigen.
Doch das muss ich so ausdrücken, damit's auf der Festplatte ankommt. Ich war damals auch bei Robert Betz und die Johnny King hat den Meister Ptah gechannelt. Und selbst der hat uns mitgeteilt, dass es uns einen Scheißdreck, und das sind tatsächlich seine Worte, dass es uns einen Scheißdreck angeht, was andere Menschen über uns denken. Denn schau, du sitzt als Kind auf dem Teppich und alles, was deine Eltern, deine Umwelt zu dir sagt, über dich sagt, über das Leben sagt, all die Lebensgewohnheiten in der Familie, die Pflastern fliegen in dich hinein. Und du hast als Kind nicht die Chance zu sagen, stopp, das will ich nicht hören, ich habe da meine eigene Wahrheit. Du sagst nicht, ey Mutter, ey Vater, haltet die Klappe, denn du bist abhängig von denen. Du musst also gehorchen, dich anpassen, stillhalten, bis zu einem gewissen Alter. Und das Fatale ist, du hast noch gar kein eigenes Bewusstsein in den ersten Jahren. Also alles, was deine Eltern zu dir über dich und über das Leben sagen, deine Umwelt, deine Kindergärtner und so weiter, alle, die mit dir zu tun hatten als Kind, das ist in deinem System gespeichert und dann ist erstmal Ruhe, da ist ein Deckel drauf. Du hast also gar keinen Zugriff bewusst auf diesen Teil, der in dir da versunken ist. Und oftmals leben wir diese Muster unserer Eltern bis ins hohe Alter. Es sei denn, du bist jemand von den erwachten, aufgewachten, aufgeweckten Personen, die sagen, stopp, jetzt hinterfrage ich das mal, das ist nicht mehr meine Wahrheit. Es gibt tatsächlich nur 2% aller Menschen, die ihr Gehirn so benutzen, dass sie tatsächlich denken. 3% aller Menschen denken, dass sie denken. Und 95% aller Menschen tun alles dafür, nur nicht denken zu müssen. Das hast du wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört, doch ich wiederhole das gerne, dass es tatsächlich auf deiner Festplatte ankommt. Es ist ein Unterschied, ob ich irgendwas nachplappere oder irgendwas nachahme, weil man das so macht, oder ob ich etwas modelliere, um da mein eigenes draus zu bauen. Wenn ich damals der Schulmedizin geglaubt hätte, dann wäre ich nicht innerhalb von 6 Wochen wieder vollkommen gesund gewesen. Ich habe dort angefangen, meine eigene Wahrheit zu denken. Ich habe vollkommen gesunde Blut- und Lymphwerte. Und wenn jemand zu mir gesagt hat, das geht nicht, dann habe ich gesagt, doch, das geht, denn ich habe es einfach gemacht. Ich hatte vorher schon bei vielen, vielen Gelegenheiten gemerkt, so in Ansätzen geglaubt, dass meine Gedanken wirkende Kräfte sind. So habe ich mir zum Beispiel 2009, ich weiß es noch ganz genau, einen neuen Rechner beim Universum bestellt. Kurze Zeit darauf gab es bei mir im Haus, das ich damals noch hatte, einen Wohnungseinbruch und die Diebe haben tatsächlich nur den Rechner geklaut. Das Geld, alles lag da. Die sind nur hoch, haben meinen Rechner geklaut und somit hatte ich dann einen neuen Rechner. Also überleg dir ganz genau, was du bestellst. Und ja, du bist auch dieses mächtige Wesen. Du musst es dir nur bewusst machen. Probier es einfach aus. Denk dir erstmal kleine Dinge aus, die du permanent sagst, so wie eine Bestellung beim Universum. Sprich so, als wäre es schon da. Und dann schau mal, was das Universum dir in welcher Geschwindigkeit liefert. Und dann kannst du das aufschreiben und somit hast du ganz, ganz viele Referenzen dafür, was du imstande bist zu bewerkstelligen, was du imstande bist zu manifestieren. Ich darf ja nun Gott sei Dank seit letztem Jahr die VAK-Coach-Ausbildung bei Damian Richter leiten und ich habe unfassbar glückliche Teilnehmer in den Workshops, die vorher nicht glauben, was sie dann am Ende erleben. Und das ist so faszinierend, wenn du die Teilnehmer siehst, wie die am Freitagnachmittag 14 Uhr den Raum betreten und wie gestärkt und wie strahlend die am Sonntag mit einem wunderbaren Handwerkszeug im Gepäck den Raum wieder verlassen. Und sich sicher sind, dass sie alles kreieren können, was sie sich vorstellen können. Die meisten setzen es um, einige wenige nicht. Und die können natürlich dann den Erfolg auch nicht sehen. Aber die, die den Prozess anwenden, und ich mache das permanent, die sehen in ihrem Leben ein Wunder nach dem anderen. Ich habe zum Beispiel diese Woche liebevoll meine ehemalige Putzfrau losgelassen. Und habe gesagt, Universum, ich brauche ganz schnell jemand, der mit Herz und Liebe meine Wohnung putzt. Ich habe das noch nicht zu Ende gesprochen. Da begegnet mir im Treppenhaus jemand, den ich gefragt habe.
Und nur 6 Stunden später war diese Person mit ihrem Mann in meiner Wohnung und schwuppdiwupp. Jetzt habe ich jemand, der mit Liebe und in aller Ruhe die Dinge erledigt. Ich will nicht sagen, dass meine ehemalige Putzfrau nicht lieb war, aber die hat eine andere Vorstellung davon, wie ich meine Möbel gepflegt haben will. Und das kann sie auch nicht wissen. Und das will ich auch ihr gar nicht antrainieren, sondern ich entscheide, wer in meinem Leben Platz hat und wer nicht. Und da bin ich nicht bewertend, sondern ich sorge ganz klar für das Königreich in mir. Wenn sich's für mich gut anfühlt, dann mache ich's. Und wenn nicht, lasse ich's ganz liebevoll los. Bei mir darf jeder Mensch sein, wie er ist, weil der ist ja schon so. Und die Bewertung über Menschen und Dinge, die nimmt immer unser Ego vor. Also in dem Moment, wo du aus der Bewertung raus bist, bist du schon ein Stück weit bewusster und ich lade dich ein, die Bewertungen loszulassen. Denn alles, was du über andere denkst, sagst und aussprichst, das hat mit deiner Erfahrung zu tun, weil du schaust durch deine Brille. Du schaust mit deinem Erfahrungsschatz, mit deiner Familiengeschichte auf die Dinge, die andere Menschen tun. Also es steht dir gar nicht zu, andere Menschen zu bewerten. Und die meisten, die hier diesen Podcast hören, werden das auch gar nicht mehr machen. Ich will es dir nur noch mal bewusst machen, dass du richtig bist, so wie du bist. Dass du genau an der Stelle, wo du gerade stehst, richtig bist. Richte dich aus, richte deinen Fokus aus auf die Dinge, die du in deinem Leben haben willst. Lass deine Vergangenheit los, hör auf, in den Rückspiegel zu gucken. Schau nur noch nach vorn. Wenn in deiner Vergangenheit was geklärt werden will, dann hol dich das mit Sicherheit ein, du wirst es merken. Aber hör auf, wenn ich dich darauf hinweisen darf oder wenn ich dir diesen Hinweis überhaupt geben darf, permanent in der Vergangenheit zu suchen, was da nicht richtig war. Die Vergangenheit ist vorbei und die liegt hinter dir. Und das Schöne ist, dass die Zukunft vor dir liegt. Wenn du vom Hier und Jetzt aus startest, die Vergangenheit loslässt, kannst du völlig neue Dinge kreieren. Und dann darfst du das einstudieren, das neue Schritt für Schritt deinen Weg gehen, dir jemanden an deine Hand nehmen, der schon da ist, wo du hin willst, und dann Attacke vorwärts gehen. Blinker links und geradeaus fahren. Nicht mehr diese Sonderabfahrten abfahren, wie das viele Menschen denken. Die denken immer, es gibt eine Abkürzung zum Erfolg oder zum Ziel. Das Gegenteil ist der Fall. Es heißt einfach mal, sich ein Ziel ins Auge zu fassen und dann durchzuziehen, alles zu tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn du es dann erreicht hast, dann kannst du wieder woanders hin deinen Fokus lenken. Aber Zielgerichtetheit, Klarheit und Fokus, Lernen von denen, die schon da sind, wo du hin willst, bringt dich in jedem Falle weiter. Also ich lade dich ein, dich immer wieder an den Menschen zu orientieren, die schon da sind, wo du hin willst. Ich lade dich ein, großzügig mit dir zu sein und zu wissen, dass du alles zu jeder Zeit genauso gemacht hast, wie du es in diesem Moment imstande warst zu tun. Und ebenso haben deine Eltern, deine Großeltern, deine Lehrer, deine Geschwister alle ihr Bestes gegeben und konnten einfach gar nicht anders. Und ich bin mir sicher, dass du das schon mehrfach gehört hast, doch ich muss es immer wiederholen, weil auch bei mir das eine Weile gedauert hat, bis das wirklich in jeder Zelle meines Körpers angekommen war. Dass ich, so wie ich bin, gut bin. Und dass ich mich nicht anpassen muss und dass ich niemandem gefallen muss. Man sagt immer so schön, wer mich nicht will, der muss halt noch ein bisschen üben. Aber das ist tatsächlich so. Wenn 50 Personen vor dir stehen, 25 davon mögen dich und 25 nicht, empfehle ich dir, dich auf die zu konzentrieren, die dich mögen und mit denen weiterzugehen. Und die anderen aber auch nicht zu verurteilen. Weil die haben einfach eine andere Erfahrung gemacht, die haben eine andere Vorstellung, die haben vielleicht eine andere Brille auf. Weil sie mit der Erfahrung aus ihrer Kindheit in ihr Leben entlassen wurden und genauso rumlaufen, bis sie die Dinge hinterfragen. Also, nimm dir ein Blatt, einen Block und schreib 50 Sätze auf, warum du gut so bist, wie du bist, was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt. Falte diese Blätter und leg die in ein Körbchen. Auch ich habe dieses Körbchen noch bei mir seit vielen, vielen Jahren. Und das hat mir schon über so manche dunkle Stunde hinweggeholfen, als ich so völlig am Zweifeln war. Denn auch ich als Coach rutsche immer mal wieder ins innere Kind. Jedenfalls ist es bisher so gewesen. Und dann ist es gut, jemanden an seiner Hand zu haben und vielleicht ein Notfallkörbchen zu haben, in dem steht, warum ich gut so bin, wie ich bin.
Und die Sätze, die da draufstehen auf dem Zettel, die lade ich dich ein, in zwei Formen zu schreiben. Einmal, ich liebe dich und einmal, ich liebe mich. Das hat den Effekt, dass du dir es einmal sagst und einmal gesagt kriegst. Okay? Dann empfehle ich dir, überall in deiner Wohnung Kinderbilder von dir zu platzieren und deine Wohnung mit tollen Botschaften auszustatten. Zum Beispiel, ich erlaube mir Fülle, Erfolg und Reichtum in meinem Leben. Weil meistens haben wir sowas nicht mit in die Wiege gelegt bekommen. Oder ich vergebe mir, ich begnadige mich. Im Moment ist es ganz, ganz wichtig, sich und anderen zu vergeben, weil jeder Mensch es zu jeder Zeit so gut gemacht hat, wie er konnte. Ich lade dich ein, wenn du es noch nicht tust, Dankbarkeits- und Erfolgstagebuch zu führen, sodass du immer wieder Referenzen hast. Wer bist du und was hast du schon geschafft? Und hier sind oftmals kleine Dinge ganz, ganz wichtig. Also denke nicht, das ist zu lapidar, was du da aufschreibst. Nein, du musst dein Gehirn darauf trainieren, auf den Erfolg zu gucken, statt auf die Scheiße. Das sage ich hier an dieser Stelle wieder bewusst transformatorisch. Ne? Früher haben wir gedacht, wie die Fliegen, haben immer auf den Mist geguckt, weil uns es einfach so eingebläut wurde. Und jetzt dürfen wir zur Biene mutieren. Die meisten von uns sind schon Bienen. Und dürfen schauen, wo ist das Geschenk. Okay? Sehr gut. Ich lasse dich jetzt wieder los. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dieser kurze Ausflug vom Alltag. Und du hast wieder ein paar wichtige Impulse bekommen. Wenn du noch irgendetwas wissen willst, dann scheue dich nicht, mich anzuschreiben unter steffi-christian@t-online.de. Ich bin gern bereit, mit dir ins Gespräch zu kommen. Gern kannst du dir auch ein Gratis-Coaching buchen auf meiner Seite www.steffi-christian.com. Kannst du dir ein Gratis-Coaching buchen und dann können wir einfach mal über das ein oder andere Thema miteinander sprechen oder miteinander arbeiten und du schaust einfach, ob du bereit bist, dich weiter betreuen oder begleiten zu lassen. Oder vielleicht entscheidest du dich dafür, die VAK-Coach-Ausbildung zu machen, die wir an verschiedenen Orten in Deutschland und Österreich durchführen. Und es sind oft ganz kleine, gemütliche Gruppen und es ist total spannend, schön und intensiv, weil die Teilnehmer den Workshop bestimmen. Okay? Also, ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Ich danke dir, dass du wieder dabei gewesen bist. Ja, vielen Dank für dein Vertrauen. Wenn es dir gefallen hat, dann empfehle diesen Podcast weiter. Wenn nicht, dann sag's mir. Okay? In diesem Sinne einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bis bald. Mich hast du ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Und ich habe dir erzählt, ich hatte in meiner Kindheit doch ganz schön viel Drama. Heute bin ich jedoch extrem glücklich und habe meinen Fokus vollkommen weg von dem Drama gerichtet. Und wenn ich das kann, dann kann das jeder. Ich habe vor einiger Zeit eine CD erschaffen mit dem Titel Schreibe deine Kindheit neu. Das ist eine Meditations-CD, die ich dir von ganzem Herzen empfehle. Die kannst du wieder und wieder anwenden, solange bis dein inneres Kind tatsächlich vollkommen glücklich ist. Geh dazu auf meine Seite unter www.steffichristian.com.